Entscheidung vertagt. In Leipzig hat das Bundesverfassungsgericht kein Urteil zu Dieselfahrverboten gesprochen. Ist das ein Modell für die Zukunft? In Neidlingen wird eine digitale Rezeptsammelstelle getestet. Wie einfach kommen Kranke damit an ihr Medikament? Und Klingen gekreuzt. Was passiert, wenn eine Fechterin und ein Fußballer die Sportgeräte tauschen? Und damit herzlich willkommen, hier ist Ihr Journal bei Regio TV. Mit Spannung haben heute wohl nicht nur Dieselfahrer nach Leipzig geblickt. Dort sollte das Bundesverfassungsgericht klären, ob Fahrverbote juristisch zulässig sind oder doch nicht. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte ja im vergangenen Juli der deutschen Umwelthilfe Recht gegeben und Fahrverbote als effektivste Maßnahme im Kampf gegen die hohen Schadstoffe in der Luft gewertet. Das Land sieht bei Fahrverboten hingegen den Bund in der Pflicht. Und jetzt, tja, sind wir alle immer noch nicht schlauer. Die Richter in Leipzig haben nach mehr als 4 Stunden Verhandlung die Entscheidung auf kommenden Dienstag verschoben. Am Telefon haben wir nun Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor. Herr Erben, wie ist denn nun Ihre Reaktion darauf, dass heute kein Urteil gesprochen worden ist? Ja gut, ich hätte mich natürlich gefreut, wie viele andere, wenn wir jetzt mehr Klarheit hätten und wenn es dann eben heute schon soweit wäre. Jetzt müsste ich mich eben dann auch bis Dienstag gedulden und dann sprechen wir am Dienstag nochmal drüber. Und wenn Sie jetzt Richtung Dienstag blicken, was glauben Sie denn, wie denn die Entscheidung ausfallen wird? Na gut, ich hoffe für alle Beteiligten, dass eben ein Urteil gefällt wird, damit man einfach weiter gucken kann in die Zukunft, was denn jetzt, wie es weitergeht. Ich persönlich erhoffe mir natürlich, dass das Land eben unabhängig vom Bund da handeln kann. Vielen Dank, Peter Erben. Das Gespräch übrigens haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Also bleibt somit auch heute noch die Frage, sind Fahrverbote denn wirklich das einzig mögliche Mittel, um die Schadstoffbelastung in der Luft zu senken? Nein, sagt der ADAC, auch Nachrüstungen würden deutliche Ergebnisse bringen, aber eben nicht mit der von der Automobilindustrie anvisierten Software-Nachrüstung. Es müsste schon die Hardware ausgetauscht werden und das geht laut ADAC sehr wohl. Diese 4 stinknormalen Dieselautos haben es nun in sich. Und zwar Hardware-Nachrüstungen zur Stickoxidsenkung. 4 Monate lang werkelte daran der ADAC Württemberg zusammen mit vielen Experten. Das Ergebnis: ein spezieller Katalysator und das Mittel AdBlue, das ähnlich wie Spritzwasser nachgefüllt werden muss. Das ist Harnstoff. Der Harnstoff wird bei ausreichender Temperatur in sogenanntes Ammoniak umgewandelt und dies wird genutzt, um die schädlichen Abgase dann ganz unschädlich zu machen. Mit diesen Nachrüstungen wurden die modifizierten Autos dann sowohl im Labor als auch auf der Straße intensiv getestet. Mit dem Ergebnis, dass die Emissionen um 50% bei kaltem Motor in der Innenstadt, um 70% bei warmem Motor und im Bestfall sogar über 90% gesenkt werden konnten. Ein Paukenschlag, denn die Autohersteller setzen bisher nur auf Software-Nachrüstungen, die den Schadstoff nur um rund 25% reduziert. Hardware-Lösungen lehnt die Industrie strikt ab. Darauf reagierte nun der Autoverband am Montag bei der Präsentation der Testergebnisse in Stuttgart entsprechend deutlich. Wir haben jahrelang gehört, das geht nicht mit der Hardware-Umrüstung, das ist zu teuer, das ist technisch nicht machbar. Und unser Test im ADAC Württemberg hat nun gezeigt, es stimmt nicht. Man kann umrüsten und wenn man etwas anderes behauptet, sehe ich darin schlicht und einfach Fake News. Ähnlich äußert sich auch Verkehrsminister Winfried Herrmann, dessen Ministerium das Projekt unterstützte. Für den Minister ist jetzt die Autoindustrie entlarvt. Sie haben so getan, als würde es nicht gehen. Aber der eigentliche Zweck war, sie wollen neue Fahrzeuge verkaufen und die anderen gerne loswerden. Und das ist, glaube ich, für die Kunden ein schlechtes Angebot. Und ich bin überrascht, dass große Unternehmen, die in 5 Jahren schon autonom fahren wollen, dass die behaupten, man bräuchte Jahre, um einen Diesel nachzurüsten. Das passt nicht zusammen. Die harten Worte kommen nicht von ungefähr. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer kümmert sich darum, dass endlich weniger Schadstoffe von den Dieseldreckschleudern ausgestoßen wird. Bei Fahrverboten wäre die Politik gefordert. Bei Hardware-Nachrüstungen die Autoindustrie, die auch für die Kosten aufkommen soll, fordert zumindest Herrmann. Sie haben mit Euro 5 Fahrzeugen schlechte Fahrzeuge geliefert, die die Grenzwerte nicht einhalten, weit überschreiten. Und wir haben gezeigt, man kann durch eine Hardware-Nachrüstung deutliche Reduktionen von über 50% erreichen. Und es liegt klar in der Verantwortung der Hersteller, die müssen das übernehmen. Doch vorher ist der Bund gefordert, eine Nachrüstrichtlinie zu erlassen. Trotzdem ist allein schon mit diesem Test der Druck auf die Autohersteller gewachsen.
gewachsen. Er hat die Branche regelrecht vorgeführt. Wer im ländlichen Raum wohnt, kennt vielleicht dieses Problem. Du bist krank, hast vom Arzt ein Rezept, aber im Ort eben keine Apotheke. Das ist auch in Neidlingen so. Und bisher konnten dann dort Rezepte in einen Briefkasten geworfen werden und später wurden die Medikamente dann von einer Apotheke aus dem Nachbarort angeliefert. Im Moment aber hat der Briefkasten ausgedient. Eine digitale Rezeptsammelstelle ist quasi der Nachfolger. Wir haben uns diese neue Technik mal genauer erklären lassen. Wir sind mit Apothekerin Tilla Frank-Neumeier und ihrer Kollegin Anna Peiss in Neidlingen verabredet. Sie zeigen uns die digitale Rezeptsammelstelle, die im selben Gebäude wie die Kreissparkasse untergebracht ist. Das geht ganz einfach, auch für ältere Leute. Man kommt hin, tut auf OK. Das ist damit bestätigt, dass man mit dem digitalen Aufnehmen in Ordnung ist, einverstanden ist. Anschließend muss man nur noch das Rezept reinschieben. Wer möchte, kann noch eine Nachricht mit weiteren Bestellungen und seiner Telefonnummer eingeben. Dann kann die Apotheke zurückrufen und die Zeit für die Lieferung besprechen. Für Apothekerin Tilla Frank-Neumeier war es kein Problem, sich auf die neue Technik einzulassen. Von Anfang an fand ich die Idee wunderbar und dass wir Pilotprojekt hier in so einer Gemeinde sind, in Neidlingen, ist 4 Kilometer von Weilheim entfernt, das ausprobieren zu können, finde ich ganz klasse. Wenig später in der Stadtapotheke in Weilheim. Eine offene Bestellung auf dem Bildschirm. Anna Peiss nimmt das Rezept am Computer entgegen, druckt es aus und überprüft, ob das bestellte Medikament vorrätig ist. Auf Datenschutz wird beim gesamten Vorgang großer Wert gelegt. Die Daten sind verschlüsselt und es kommt bei uns an und dementsprechend wird es dann bearbeitet. Seit Januar testen 2 Apotheken in Weilheim die neue Technik im Wechsel. Momentan ist die Stadtapotheke an der Reihe. Eines steht für Tilla Frank-Neumeier jetzt schon fest. Wegen der digitalen Rezeptsammelstelle kommen die Medikamente schneller bei den Patienten an. Das erste Rezept, das wir beliefert hatten, hatte die Kundin innerhalb 20 Minuten, da das Rezept digital reinkommt. Das Präparat war vorrätig, wie bei uns die meisten Sachen, und wurde dann sofort ausgeliefert. Ins Leben gerufen hat das Projekt der Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Insgesamt läuft es 2 Jahre. Die Verantwortlichen sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Es wird gut angenommen, weil es wirklich eine Erleichterung für die Patientinnen und auch eine Zeitersparnis für die Apotheker sind. Die Versorgung kann schneller werden. Ich denke, es ist aber auch ein Gewöhnungsprozess natürlich, dass auch ältere Menschen einfach mit so einer Neuerung erstmal sich vertraut machen müssen. Da ist die Gemeinde auch rührig und erläutert das. Und dann denke ich aber, sind wir wirklich auf einem guten Weg, wie eine apothekerliche Versorgung auch in dünner besiedelten Räumen gestaltet werden kann. Das Ausliefern ist übrigens eine Dienstleistung, die viele Apotheker freiwillig erbringen. Geld verdienen sie damit nicht. Bevor Anna Peiss das Medikament aushändigt, muss sie noch das Originalrezept aus dem Automaten holen und prüfen. Für den Fall, dass jemand eine Fälschung eingescannt hat. Herzlich willkommen zurück. Das ist schon eine ziemlich ereignisreiche Woche für den TVB Stuttgart gewesen. Am vergangenen Sonntag wird der bisherige Trainer Markus Bauer entlassen. Für ihn übernimmt wahrscheinlich bis zum Saisonende Geschäftsführer Jürgen Schweikhardt. Keine leichte Aufgabe für den Aufstiegstrainer von 2015. Es gilt, die Mannschaft auf den Abstiegskrimi am Sonntag bei den Eulen Ludwigshafen einzustellen. Aber eigentlich dürften die Spieler dafür ja mit Sicherheit keine extra Portion Motivation brauchen. Klar, ist jetzt viel passiert, aber wir versuchen uns aufs Wichtigste zu konzentrieren und das ist das Spiel am Sonntag und werden da voll den Fokus drauf legen und damit wir am Sonntag das Spiel gewinnen können. Ab und zu mal über den Tellerrand hinausschauen, das schadet nun wirklich nicht, nicht im normalen Leben und auch nicht beim Sport. Fechterin Monika Sosanska und Fußballer Michael Klaus haben genau das getan und für eine gemeinsame Trainingseinheit ihr gewohntes Terrain einfach mal verlassen. Sie ist eigentlich Fechterin und er spielt normalerweise Fußball. Aber beide sind vor allem eben Sportler und immer neugierig, auch mal etwas anderes auszuprobieren. Monika Sosanska ist eine der besten Fechterinnen Deutschlands und Michael Klaus geht für die Stuttgarter Kickers auf Torejagd.
Doch beide haben auch mit dem jeweils anderen Sportgerät ihre Stärken. Da hat es sich, muss ich sagen, wirklich als Sportler gleich gut geschlagen, gute Reaktion und schnell gelernt und schnell Treffer gesetzt. Also ja, ein guter Schüler. Man sieht einfach, wenn jemand Sport betreibt oder einfach koordinativ geschult ist, dann merkt man das auch im Fußball. Und hat sie sich super angestellt und da gibt es definitiv schlechtere, die das zum ersten Mal machen. Ein Fußballspiel dauert ja bekanntlich 90 Minuten. Bei Monika Sosanska dauert ein Kampf maximal 9 Minuten. Aber die haben es auch für den Fußballer durchaus in sich. Man ist immer so leicht in der Hocke und wenn ich jetzt da nur 5, 6 Minuten, 10 Minuten gefochten habe, dann merkt man das direkt in den Oberschenkeln und sieht immer von außen so leicht und einfach aus, ist es aber definitiv nicht und muss ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Am Samstag will Michael Klaus dann aber wieder auf seinem gewohnten Untergrund und mit seinem gewohnten Sportgerät Treffer setzen. Dann geht es im Regionalliga-Derby gegen den Stadtrivalen VfB Stuttgart 2. Und wenn Sie mehr über Monika Sosanska und ihre Leidenschaft Fechten erfahren wollen, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich bei Startburg 07 stellen wir Ihnen die sympathische Sportlerin genauer vor. Wie gewohnt, immer um 15:15. Und ganz ehrlich, das Haus verlassen ist ja sowieso keine gute Idee. Es wird wieder deutlich kälter. Dazu jetzt mehr von den Wetterkollegen. Ich darf mich schon mal verabschieden. Bis morgen, Punkt 18 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es kommt ein sogenannter Arctic Outbreak auf uns zu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt diese Eisluft zu uns und dann werden die Temperaturen ins Bodenlose rauschen. Aber zuvor ist es ja im Prinzip schon kalt. Südlich von Stuttgart halten sich viele hochnebelartige Wolken und am Nordostrand der Berge schneit es etwas. Sonst kommt mal die Sonne zum Zuge und wir merken den hohen Sonnenstand schon von dieser Jahreszeit. Mit Sonne geht es auf über 0 Grad. Im Dauergrau bleibt es beim Dauerfrost. Und so haben wir in Stuttgart Werte von um die 0 Grad. Weiter nach Norden zu, wo mal die Wolken auflockern, geht es leicht drüber. Weiter nach Süden zu, wo es trüb bleibt, leicht drunter. Das sind die kommenden Tage. Am Samstag ändert sich wenig. Am Sonntag ist dann die Eisluft da, die uns bis weit in die kommende Woche begleiten wird. Und die absoluten Topwerte in Stuttgart liegen zwischen minus 3 und minus 5 in den Nächten bei unter minus 10 Grad.